Hallo alle zusammen, Garen hier und willkommen zu einem neuen Video. Viele haben mich gefragt über meine Meinung über den neuen upcoming Warzone Commander Nerf und ich habe mich dazu entschieden, einfach ein Video darüber zu machen, weil es einfacher ist, meine Gedanken zusammenzufassen. Okay, das ist der upcoming Patch, der wird in 2 Tagen erscheinen. Heute ist der 20. Oktober und am 22. Oktober soll er live gehen. Und ja, zunächst mal zu dem Patch. Hearthstone ist in Japan nun verfügbar und ja, das ist ein bisschen lustig, wenn man sich hier die ganzen japanischen Voice-Over anhört und Karten anschaut. Das ist ja ganz nett und gut für sie und mal schauen, wie das in Zukunft sein wird mit der japanischen Hearthstone-Scene und ob sie competitive mitspielen können, da sie ja 2 Jahre zurückliegen vor allen anderen. Bin schon sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird. Neue Cardpacks, so wie immer, das ist für mich eher weniger interessant. Aber jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Teil, was die Änderung des Warzone Commanders betrifft. Okay, Warzone Commanders Text liest nun: Charge Minions haben plus 1 Attack. Und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen existierenden Karten, zum Beispiel der Raid Leader, der 2-2 Stats hat für 3 Mana und alle anderen Minions plus 1 Attack gibt, oder Direwolf Alpha, was 2-2 Stats hat für 2 Mana und die Karten links und rechts neben ihm plus 1 Attack gibt, merkt man sehr schnell, dass die Karte absolut unspielbar ist nach dem Nerf, weil es stärkere existierende Karten schon gibt, die absolut nicht gespielt werden. Da kann man sehen, dass diese Karte ist schwächer als diese Karten. Also wird diese Karte dadurch absolut unspielbar. So, was heißt das nun für das Patron Deck, was eigentlich das einzige Deck ist, was Warzone Commander gespielt hat zurzeit? Und nicht nur das, sondern es war mit Abstand das stärkste Deck in der Meta. Und wie ihr gesehen habt, in sehr vielen Turnieren war das einfach das meist repräsentierte Deck und das erfolgreichste Deck. Ansonsten gab es noch das Worgen OTK Deck, aber das wurde auch sehr, sehr selten gespielt. Also ist es wirklich das einzige Deck, was es betrifft. Was möchte Blizzard mit dem Warzone Commander Nerf bezwecken? Zunächst einmal muss man zurückschauen in die Vergangenheit, was so passiert ist. Ganz am Anfang gab es verschiedene Warzone Commander Abuses quasi. Leute sind ziemlich schlau und schaffen es immer, irgendwas zu finden, was komplett broken ist. Und am Anfang hat man Decks gespielt, wie zum Beispiel OTK Molten Giant Warzone Commander Decks. Das hat so funktioniert, dass Warzone Commander einfach jedem Minion Charge gegeben hat, was beschwört wird, und dann hat man einfach gewartet, bis man wenig HP hat und dann die Moltens umsonst spielt. Dann spielt man Warzone Commander, Molten Giant, Charge für 8, Panda Brewmaster, Yaoful Brewmaster für 2 Mana, nimmt den Molten Giant wieder auf die Hand, replay den Molten Giant, der Molten Giant hat wieder Charge, bam, wieder ins Face für 8, du hast den zweiten Molten Giant, du spielst den zweiten Molten Giant, wieder bam, 8 Damage Face, und dann wie viele Pandas du auf der Hand hast, oder wie viele Yaoful Brewmasters du auf der Hand hast, so oft kannst du mit den Giants chargen. Das war ziemlich broken, und dann hat nach einer Zeit, da gab es noch eine OTK-Version mit Charge. Charge war früher auch anders. Das war einfach billiger, haben Minion Charge gegeben und Attack. Und dann später wurden die Kosten der Karten erhöht, da keine OTK-Kombos möglich waren. Man konnte zum Beispiel Alexstrasza machen mit Charge, Molten Giants oder sowas. Und ja, das war einfach broken. Und dann hat der erste Nerf war dann, dass Warzone Commander, so wie es jetzt ist, nur noch Minions bufft mit 3 Attack oder weniger. Einfach nur, damit man zum Beispiel immer noch so Combo-Deck spielen könnte wie Worgen
Walking Command. Walking. Ich weiß gar nicht, wie der Walking heißt. Auf jeden Fall Raging Walking, genau. Ja, weil das ein ziemlich balancedes Deck ist. Es ist nicht broken, es ist ziemlich schwer. Die Combo, du musst im Prinzip ein ganzes Deck ziehen, damit du die Combo hinkriegst. Und dazu braucht man keinen Warzone Commander eigentlich. Da man auch Charge spielen könnte. Aber wie gesagt, dass einfach solche Kombos möglich sind mit Warzone Commander, einfach mit kleineren Minions. Und die Möglichkeiten, zum Beispiel Frothing Berserker irgendwie zu buffen und dass man da irgendwie eine Combo hinkriegt, was alles sehr schwer ist. Zum Beispiel Warzone Commander, Frothing Berserker, dann könntest du zum Beispiel Inner Rage machen und dann Inner Rage und dann Rampage, sowas. Und das wäre keine OTK-Combo, aber das sind zum Beispiel einfach Fun-Kombos, die man hinkriegen würde. Oder irgendwas mit Raging Worgen plus Inner Rage und so weiter. Man braucht halt viele Karten dafür. Das Problem jetzt ist, dass neue Karten dazugekommen sind mit TGT und davor auch schon mit BlackRock, mit der BlackRock Expansion. Und es ist eine Kombination. TGT eher weniger, aber mit Patrons und Emperor. Emperor und Patron waren die zwei Schlüsselkarten, die das einfach wirklich zu broken gemacht haben. Die Combo an sich ist relativ teuer, wenn man überlegt. Zum Beispiel Warzone Commander plus Patron sind 8 Mana. Plus Inner Rage kostet nichts, was gut ist. Und dann aber, entweder brauchst du ein Deathspite Setup, also die Waffe schon draußen, damit du einen Wirbelwind-Effekt hast. Oder Wirbelwinds und Wirbelwinds kosten 1 Mana. Und da sieht man schon, dass du kein Frothing mehr spielen kannst, da Frothing auch 2 Mana kostet. Das wären dann schon 11 Mana. Einfach nur für Warsong, Patron, Inner Rage, Whirlwind und Frothing. Das könnte man schon nicht spielen. Also braucht man den Emperor. Und der Emperor macht es dann so broken, weil du dann 15, 16, 17 Mal an einem Spielzug machen kannst. Und dann spielt es, aber dann spielt es keine Rolle, wie viel Leben dein Gegner hat und wie viele Taunt Minions er hat oder was auch immer. Da du meistens mit 2 bis 3 Whirlwind Effects und mit der ganzen Combo bis zu 60, 70 Schaden machen kannst. Und das ist das Problem, diese Interaction. Und Patron Warrior hat sehr viele Tools im Deck available, sehr viele Cycle Cards. Die Synergy ist so perfekt, dass das Deck einfach manchmal zu broken war. Und viele Spieler wirklich hilflos dem Patron Deck ausgeliefert waren und sich anpassen mussten. Und wie hat man sich daran angepasst? Man hat einfach, dazu kommt noch, dass Conquest Format gespielt wurde und das heißt, man weiß nicht, wann der und kein Bann, also man hat keinen Bann und die Picking Order ist random. Also man weiß nie, wann das Patron Deck auf einen zukommt, also kann man das nicht komplett targeten. Und das hat dazu geführt, dass man ein perfektes Allround-Liner bilden musste, was immer mit Patron fertig werden kann oder muss, da einfach Patron das dominierende Deck ist. Man muss sich immer automatisch an das dominierende Deck anpassen. Und das hat dazu geführt, dass Demon Lock, Druide plus Patron Warrior so quasi das 9-plus-Ultra-Lineup war, einfach nur weil es Allround so stark war, dass es immer so über 50% hast gegen alle. Aber fast, wenn du das gleiche Liner bringst, dann hast du auch nur um die 50% gegen deinen Gegner. Fast egal, wie gut du spielst. Und das ist sehr blöd. Das ist sehr viel RNG und sehr langweilig auch. Auch für den Zuschauer. Zum Beispiel EU Regionals hat fast jeder, oder jeder, der sich qualifiziert hatte, hatte das gleiche Lineup. Das sogenannte Druide, Demon Lock, Demon Handlock, irgendeine Variation von Demon Handlock und Patron Warrior. Und ich wusste das schon 2 Wochen vorher, dass das Finale diese 3 Decks im Mirror haben wird. Da das einfach das stärkste Lineup ist und es gibt einfach nichts, was das countert, weil es einfach Allround so stark ist. Und ja, es ist fast jeder Pro hat es nicht gemocht, dass man sich so am Patron anpassen muss und dieses Deck hat so wenig Interaktion. Zum Beispiel mit Freeze Mage hat auch sehr wenig Spielerinteraktion, quasi mit Fighting for Board Control. Aber Patron ist ähnlich, aber Freeze Mage ist viel leichter zu countern als Patron Warrior. Patron Warrior müsst du ganz, ganz
spezielles Deck bringe und dieses Deck hat meistens auch nur 55% oder 57% Win-Chance gegen Patron. Da es so stark ist. Quasi Demon Handlock oder Druide haben auch nur 55 bis 57% Win-Chance, obwohl sie als Counter zählen. Und Druide wird von den meisten nicht mal als Counter gesehen für Patron Warrior. So, also musste das geändert werden. Also Fazit ist, dass dieser Change auf jeden Fall nötig war und sehr gut ist. So, was heißt das aber nun für Patron Warrior oder was heißt das für das Meta? Ich glaube, das Meta wird sich so verändern, es werden auf jeden Fall viel mehr Decks spielbar werden, da man einfach, zum Beispiel, man konnte kein Control-Deck spielen generell, da zum Beispiel, da man gegen Aggro-Decks im Control-Deck Zombie-Chaos decken muss. Und Karten wie Zombie-Chaos helfen einfach Patron einfach viel länger zu stallen, viel mehr Karten zu ziehen und dich dann irgendwann zu OTK'en. Quasi alle Control-Decks waren dann unspielbar, zum Beispiel Priest-Control, Paladin-Control, Shaman, jede Version von Shaman, außer Mech-Shamane. Waren einfach unspielbar, da Patron einfach immer im Weg stand. Quasi du kannst so ein Deck nicht bringen, wenn Patron einfach kommen wird und dich zerstören wird. Also wenn solche Decks spielbarer werden, da Leute jetzt Control-Warrior spielen werden, und mehr Control-Decks, also öffnet es wieder so breit gefächert. Ich könnte jetzt komplett ins Detail gehen mit der Analyse, was jetzt das Meta sein wird, was ich eigentlich auch recht oft mache jetzt in letzter Zeit, da ich auch anderen Spielern helfe, sich auf BlizzCon vorzubereiten. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt in dieses Video reinpasst, da ich jetzt nur über den Warsong-Nerf reden werde. Wie gesagt, Patron, ich glaube, es kann sogar sein, dass Patron nicht unspielbar wird, da in einigen Matches man nicht Warsong Command überhaupt gebraucht hat, um zu gewinnen mit Patron Deck, sprich Hunter. Patron Warrior hat Hunter gecountet, aber du hast den Warsong Commander nicht gebraucht. Das gleiche mit Druide. Du brauchst gegen Druide nicht den Warsong Commander mit Charge. Also viele denken, dass Patron tot ist. Was ich auch glaube, am Anfang wird Patron aussterben, dass keiner spielen wird. Aber es wird zurückkommen, da es viele Matchups gibt, wo du den Warsong Commander nicht brauchst. Und alle anderen Karten sind ja immer noch ungenervt. Battle Rage, was eine sehr mächtige Karte ist. Die Patron-Combo mit Despite und Inner Rage existiert immer noch. Diese Combos sind immer noch. Aber die Counter-Decks sind sehr viel stärker gegen Patron. Zum Beispiel Handlock sollte jetzt eine viel höhere Win-Chance gegen Patron Warrior haben, da du nicht den Charge-Frothing hast, was du brauchst. Also die Matchups, wo der Charge-Frothing vonnöten war, diese Matchups sind jetzt viel besser für die anderen Decks, wie jetzt für den Patron Warrior. Also, wie gesagt, overall ist das Deck etwas balanceder geworden, aber es ist nicht so schlimm. Das Deck ist jetzt nicht so sehr betroffen wie zum Beispiel die Decks, die Undertaker gespielt haben. Weil diese Decks sind dann sehr ausgestorben, die davon abhängig waren, dass es keine Alternative gibt. Ich glaube, man kann jetzt immer noch diese alte Version spielen mit Dr. Boom, Grommash zum Beispiel, weil man den Damage einfach braucht, diesen Burst Damage. Aber es kann sein, dass Patron Warrior zurückkommen wird und ja. Ja, soweit zu dem upcoming Warsong Nerf, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Peace.